Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrax in Valheim und willkommen zurück in unserer Unterkunft, in unserem Hauptquartier. Die einmal um die Insel rumzufahren, das war nicht so günstig. Das war nicht so günstig. Absolut nicht. Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube bei Tag 84, 85 oder sowas haben wir das Video letzte Folge beendet. Wir haben Tag 91 haben wir jetzt. Ich hatte ja hier so gezeigt, hier so, dann lassen wir uns mal hier so dahin zurückschippern und so, von da, wo wir waren und so. War ein super, 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 super großer Fehler. Bis jetzt hatte ich immer Karten mit Inseln, die nicht wesentlich größer waren als den Ausschnitt, den wir jetzt hier sehen. Ja, bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Da waren wir im Video. Da bin ich dann ja schön die Küste runtergesegelt, um das Ganze zu umrunden. Hier rum, da sind wir am Sumpf vorbeigekommen. Das ist eine schwierigere Zone, als wir bis jetzt gesehen haben. Dann ging es hier rum, eine Menge Sumpf. Dann ist hier noch jede Menge Ebenenzeugs und sowas. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding hat sich gestreckt wie sonst was. Das ist ein fucking Kontinent, ist das, wo wir hier drauf wohnen. Das ist nicht nur so ein kleiner Apparillo. Mich würde es nicht wundern, wenn wir sämtliche Bosse auf dem Stück haben, wo wir hier drauf gespawnt sind. Das ist alles Insel, ja. Das ist. Irgendwo habe ich dann Weg vernünftig rumgefunden. Okay, hier könnte noch ein bisschen Küstenlinie so laufen. Da bin ich nicht ganz so sicher. Aber sonst, das ist alles eine fucking große Insel, ist halt hier. Das ist abnormal gewesen, wie lange ich da rumgeschippert bin. Naja, aber wir sind wieder zurück und der Weg zu dem Boss-Famana-Arena-Ding da Nummer 2 sollte leichter funktionieren, indem wir uns hier einfach ein Portal errichten. Dafür habe ich auch noch eine Portalhütte angefangen, aber die ist nur mehr oder weniger zusammengeschlossen. Also ich war fertig nach dem Bootstrip, da ist nichts Gescheites hier geworden. Aber hier so im Prinzip, hier um den Baum herum, will ich irgendwie so ein Portal-Arena machen, wo wir dann verschiedene Portale stehen haben. Hier stellen wir ein Ziel, was unbeschriftet ist, wo wir vor immer hinkommen können. Dann außenrum kommen dann halt ein paar spezifische. Ne, das heißt, wir sind irgendwo mitten in der Pampa, wollen irgendwie nach Hause, haben aber noch keinen festen Zugang. Eben ein paar Surtling-Kerne besorgen, ein bisschen Edelholz. Zack, ein Portal hingestellt, dann kommt man immer hier an einem fertigen Portal aus. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Wo haben wir denn hier? Surtling-Kerne und Edelholz war das nicht. Und dann Werkbank haben wir da drin, das brauchen wir nicht. Kerne. Zwei Stück. Perfekt. Gib mir hier. So. Warte mal. Nur damit wir sicher sind, gehen hier. Was du denn brauchst? Du brauchst wirklich nur noch. Ach, Augen. Augen waren es noch. Wollte schon sagen. Irgendwas fehlt dir da doch noch. Ich bin nicht unbeschriften. Da. Gib mir 20 Augen. So. Und 20 Edelholz. Warte mal. So viele Augen waren das gar nicht. Waren nur 10 Augen. So verwechsel ich das immer. Komm. Hier haben wir direkt 20. Boings, fertig aus. Gut, gut, gut. Dann können wir dann Portal erstellen und ja, war eine ziemlich abenteuerreiche Fahrt. Gerade die Strecken an der Ebene vorbei. Ich habe maximal möglichen Abstand zu denen gehalten, weil Ebene ist so bis vor Mistlands war das so die letzte Endzone. Kann sein, dass die immer noch ist. Ich weiß gar nicht, wo Mistlands drin skaliert. Nach der Ebene oder dazwischen drin, keine Ahnung. Ja, da gibt's fiese Sachen, inklusive Flugeinheiten, die aufs Meer rausfliegen können, die kurz mit Peaks machen können, dann liegst du da tot. Und oh, ich war die ganze Zeit bange, hoffentlich kommt da nicht so ein Viech da angeschossen und jagt uns über den Jordan. So, jetzt hier, platzieren wir dich hier. Und ja, das Portal von gestern sollte auch noch stehen und zack, dann haben wir jetzt hier einen Durchgang. Wenn wir die beschreiben würden oder beschriften würden, dann würde das halt nur mit dem Connecten, was dieselbe Benennung hat. Auf der anderen Seite. Gut, das können wir uns dann gleich zunutze machen und da durchhopsen. Jetzt müssen wir gut überlegen, was wir denn da hinten noch brauchen. Wegzehrung brauchen wir und vernünftige Pfeile wird mir so als erstes einfallen. Das Schiff können wir momentan, glaube ich, hier lassen. Eventuell mein hier, das, was da reinkommt, wie heißt das nochmal? Zinn. Dann werden wir da definitiv nicht abholen. Ich glaube, man kann es nämlich immer noch nicht durchs Portal holen, das Zeug. Gut, gut. Wie sehen wir futtertechnisch aus? Da haben wir die Mümmelmasse am Mann. Gekochtes Hirfleisch ist ein bisschen low, ein bisschen wenig. Aber das sollte für den Trip sollte das eigentlich noch reichen. Dass wir uns da mal eben umschauen können. Denn wir müssen auskundschaften, wie es denn aussieht, was wir da vorbereiten müssen. Wir brauchen eine kleine Unterkunft, weil jedes Mal hier spawnen
und durchs Portal zurückrennen zum Boss, wenn wir hops gegangen sind in dem Versuch oder so, das ist nicht so pralle. Lass mich mal die Holzpfeilchen hier lassen gegen die Feuersteinpfeilchen austauschen. Davon haben wir noch eine gute Menge. Wenn wir auf den einen oder anderen Troll treffen, damit wir dem auch gewappnet sind, dann lass mich hier noch bei reparieren. Du bist soweit durch. Kannst schon mal Gesundheit regenerieren hier. So. Rein mit dem guten Zeugs. Müssen wir hier noch was reparieren? Nee, müssen wir auch nichts mehr reparieren. Gut, gut, gut. Dann können wir hier Arsch hinter der Tür zu. Nehmen wir noch Honig mit? Nee, sind eh noch nicht so voll. Das passt soweit. Gut, Wetter ist schön. Das erfreut uns. Unsere Ausdauer, Ausgeruht-Buff ist relativ gut. Gut, dann machen wir hier zu den Kasten hier. Keine ungebetenen Gäste hier drin haben. Gut, gut, gut. Dann könnten wir eigentlich zur Tat schreiten und durchs Portal schreiten. Ah, I'm back. Los, verreck. Oder so. Liegen hier noch ein paar Fischlein rum? Ich habe mir gestern ein paar Fische zurückgelassen. Irgendwann hat da gerade geglitzert. Hinter dem Bäumchen. Da war doch gerade was. Hab ich doch gesehen. Steckst du dich denn da? Oh. Brechbären. Okay, irgendwann haben wir Brechbären noch kurz. Oh, hallo. Liebes Rehlein. Oh. Jetzt nicht nebelig werden. Hallo Troll, der hat mich fast gestern noch erwischt. Ja, oh Mann. Ziemlich nach der Küste. Der ist bis Kopf unter, ist er mir ins Wasser gefolgt. Hab noch ein paar Mal aufs Boot gehauen. Dann musste ich nochmal hier zurückschippern, nochmal kurz beireparieren. Und dann habe ich die lange Fahrt in die Richtung begangen. Und wir hatten gestern so ein Glück, als wir hier angelangt sind, ne, bin ich ja instinktiv, keine Ahnung, wieder so für Edelholz zu holen, in die Richtung gerannt. Also die Richtung wäre tödlich gewesen, da wäre ich ziemlich schnell hier in den Sumpf reingerannt. Ja, für Sumpf sind wir definitiv noch nicht ausgerüstet, sind wir total undergeared. Nichtsdestotrotz, da gibt es jetzt lecker Blaubeeren, das gute Wetter ist vorbei. So, die packen wir ein und dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Boss. Altar. Arena. Bereich. Ecke. Whatever. So, hier gibt es auch noch ein paar Möhrchen, Karottensamen, schön. So, schade, dass die keine originalen Karottenfarben haben, die Karotten. Die sehen alle orange aus. Das ist, orange Karotten sind gezüchtete Karotten. Die waren ursprünglich naturmäßig, so als man so die zum Essen entdeckt hat, waren die nicht so in der Farbe. Das ist reingezüchtet worden über die Jahrhunderte oder über die Jahrzehnte, wenn die veredelt wurden zum besseren Anbau. Naja. Wenn hier rennen Trolle und Kreuzberge und sonst was rum, also mit Realismus braucht man hier in das Spiel nicht ankommen. Das muss nicht realistisch sein, das muss stimmig sein. Wenn wir gerade durch ein Teleporting-Portal gehüpft. Kann mich nicht erinnern, zum letzten Mal Straßenbauamt hier ein Teleport-System gebaut hat. So. Keine Ahnung, wo ich da bisschen will. Nevermind. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an der Arena. Hier wird er beschworen. Und bei der Arena sieht man auch noch schön, was der Boss braucht. Da oben sind diese komischen Dinger drauf, die Nockis drauf da oder sowas. Und da sind diese komischen Samen, die wir da letztes Mal aufgehoben haben. Mit dem beschwört man Boss Nummer 2. Packt man hier schön ins Feuer rein und gut ist. In der Vergangenheit konnte man ziemlich gut unter die Arena gehen. Konnte man schön drunter bauen, hat man schönes Dach gehabt. Steindach gehabt und war hier relativ safe, weil er nicht da durchhauen konnte. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ist ziemlich naheliegend, da einfach da runter zu bauen. Was steht hier dran? Verbrenne ihren Nachwuchs. Ihren Nachwuchs? Das ist doch kein weibliches Ding gewesen. Sein Nachwuchs oder so, keine Ahnung. Wie geht denn hier sonst noch rum? Das Schöne ist, dass wir festgestellt haben, dass wir hier auf Pangea hier anscheinend hausen. Warum auch immer. Das ist ein Spawner. Sweet. Ja. Macht ja doch eventuell Sinn, bei uns da in der Ecke da auf der Schneekoppe da, auf Schneekuppe, wo war die? Und da war sie. Doch mal nach Wölfing Ausschau halten, denn wir können Land ein, könnten wir hier tatsächlich zu Fuß, könnten wir hier hindackeln und eine ganze Wolfsarmee dabei haben. Wenn nicht hier sogar in der Nähe irgendwo ein Berg ist, wo wir uns Wölfe zähmen können. Aber ich habe hier gerade noch da ein bisschen Spawner gesehen. Den könnten wir sonst vorbereiten und schön abfarmen, bis wir genug von den Schamanen gekillt haben oder Berserkern, damit wir die Samen da haben für den Boss. Das ist günstig, den dürfen wir also nicht kaputt kloppen. Da müssen wir eine Dauerfarmgrube rausbasteln. Ich hoffe, das geht auch noch.
So, und jetzt lass mal hier gucken. Kann man noch unter dich drunter graben? Ja, da geht anscheinend noch. Das ist sweet. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man hier aber nichts zerstören. Bin mir nicht so sicher. Aber hier kann man sich schön drunter einlisten, kann man sich hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon wieder will. Das habe ich in der letzten Season ja auch schon gemacht. Ich meine, das ist ziemlich naheliegend, das so zu machen, weil hier ist man ziemlich sicher. Der Boss kommt nicht durch diese kleine Lücke hier durch. Man ist hier direkt unterdacht und so was. Und die Gegner können das hier nicht großartig kaputt machen. Es ist naheliegend, dass man sich hier was baut. So eine kleine Respawn-Bunker. Außenposten. Aber will ich das? Bin mir nicht so sicher. Wirklich nicht so sicher. Wie gesagt, da ist ein Spawner. Warte mal, sagt ihr zwei Spawner? Da ist ein Spawner. Bist du da oben wirklich ein Spawner? Da gerade noch ein bisschen was geleuchtet. Ja, da ist auch noch ein Spawner. Sweet. Oh, hier hätten wir auch direkt Kupfer in der Nähe. Aber hier könnten wir echt tatsächlich einen ausgedehnten Außenposten machen. Das ist auch relativ schön flach hier. Natürlich wäre kontraproduktiv, direkt neben der Arena was zu bauen, Unterkunft. Weil, naja, im Kampf selber, das wird bestimmt dann zerstört. Schauen wir uns mal ein wenig hier um. Und gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was entdecken. Die Kupferader hätte es eigentlich direkt markieren können. Wir haben jetzt zwei Spawner hier in der Nähe. Wir könnten jetzt natürlich da hingehen und uns die genauer angucken, weil er mit diesen Düsterwald-Spawnern auf sich hat. Eventuell einen umnatzen. Aber wenn wir dann beim zweiten verkacken, bei dem vorzubereiten, um da den abzufarmen und den aus Versehen zerstören, dann haben wir kein Backup mehr in der Nähe. Da müssen wir Gott weiß wie weit rennen, bis wir da was gefunden haben. Also lasse ich momentan erstmal die Finger davon. Allerdings, zu einer Krypta würde ich jetzt nicht nein sagen, würde ich nicht. Ein paar Trolle wäre auch noch schön. Futter nehmen wir hier immer schön mit. Da passt. Möhrenproduktion läuft zurzeit ganz gut. Da bin ich schon ein paar Suppen am Herstellen. Ich habe die jetzt extra zu Hause gelassen, weil, naja, ich wollte das jetzt. Wir sind davon aber noch nicht so viel. Ich glaube, 9 Stück oder so habe ich hergestellt. Muss ich jetzt nicht erst direkt verschwenden für eine kleine Tour, wo das andere Futter reicht. Könnte ich da mal rein in den Kasten? Na. Geht doch. So, da haben wir noch mehr Feuersteinpfeile, das ist gut. Die stecken schön da rein, theoretisch. Wieso steckst du die nicht automatisch mit auf dem Stapel, der schon vorhanden ist? I don't get it. Jedes Mal, wenn man da aus den Truhen rausholt, macht er das nicht. Wenn ich da schon von einer Truhe bei mir zu Hause, wenn ich jetzt Inventar rüber drücke mit nimm alles, dann steckst du schön. Strange. Aber so ist das nochmal. So, sollten wir hier noch einen dritten Spawner irgendwo entdecken, dann den können wir umnatzen. Einer als Backup, das ist mehr als genug. Ja, eventuell treffen wir auch einen Händler hier. Warte mal, müsste der nicht sogar schon auf der Karte angezeigt werden? Eigentlich nicht, nee. Ach, guck mal, wie groß das ist. Das Kontinent-Ding hier, Pangea. Super. Da ist eine Krypta, definitiv. Da sind noch ein paar Bären und ein Hirsch. Alright. Das ist eine tolle Fluchtmethode. Renn dir Gegner entgegen. In die Arme rein. Du bist Kupfer. Alright. Kommt noch ein Skelett auf mich zu? Ich sehe keins. Alright, alright. Zoom, 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 zoom rein. Das soll sein. Dann markieren wir dich direkt. CU Kupfer. Zack. Fertig aus. Wir gehen aus. Attacke, auf in die in den Kampf mit den Skeletten. Hier sind definitiv ein paar. Wie immer bewacht. Komm hier. Ich packe gar nicht lange. Ich mache euch direkt den Gar aus und gut ist. Ja, hatte ich ja keine Ausdauer. Warte, 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 warte. Okay, genug zappeln lassen. Au, der haut zurück. Das ist unfair. Du darfst nicht zurückhauen. Ey, das war mein Kill. Wer hat da gerade den Stein draufgeschmissen? Du, ne? Du bist der Einzige hier in der Nähe gerade. Komm hier. Ich hab einen Kill geklaut, ey. Und lass mal raten, welcher Idiot wieder mal... Das ist eine Hütte. Vergessen hat, eine Fackel mitzubringen. Naja, Gott sei Dank haben wir gerade einen Grauzweig umgenutzt. Wir haben also Holz und Harz und so weit. So, lass mich dich kurz markieren. Warte mal, Dungeon-Symbol, bist du da? Und... Komm.
geht doch. Was willst du denn jetzt halt nicht? So, hier, da wo T dran steht, das ist eine Trollhöhle. Vielleicht gehen wir heute eine Trollhöhle an. Mal gucken. Gucken wir mal erstmal die Ruine. Points, points. Das ganze Fundgrube hier. Ich glaube, theoretisch kann man auch die Raben, oh, das ist noch eine Ruine, hier zerschießen und Federn von denen zu bekommen, aber die sind ein wenig ja, aufscheuchfreundlicher als die Möwen bei uns auf der Ecke. Also hier gibt es voll den Hitchcock-Moment, als ich zurückgekommen bin. Unsere ganze Wiese war voller Möwen, als ich zurückgekommen bin. Ich hatte da noch ein paar Screenshots von denen, ich glaube, die packe ich mit ins Video rein. Das war überall, alle 5 Meter saß eine Möwe rum. War ich voll Hitchcock die Vögel mäßig. Komm mal, Ausdauer. Keep up. Ich muss hier die ganze Grauzwergpopulation auslöschen, bevor wir unser Pangea hier einnehmen. So geht das ja nicht. Ja. Lass schon wieder jede Menge Zeugs hier liegen. Zerschlage dich, ich zerschlage dich. Komm, komm, mach kaputt hier. So. Und hier haben wir nochmal einen Weganzeiger, aber naja, das ist so nah, wie wir an dem Ding dran sind, ist ja klar, dass du mir den hier anzeigst. Ist hier jemand zu Hause? Nee, in der letzten Hütte war einer zu Hause. Ein bisschen Asche in der Tasche und ein paar Federn. Okay, ein paar Federn gelassen. Sonst hast du hier nichts drin, aber nee. Vielleicht mache ich eins von euch fertig als Notunterkunft für die Arena. Ist ja relativ nah dran, wisst ihr ja. Hm. I don't know. Bin mir noch nicht so sicher, was wir machen. So, hier, wo war das andere Gestellding hier? Da habe ich durch den Regen, habe ich das doch noch aufblitzen sehen hier. Da ist auch wieder so ein Weg wie hier dran. Ich meine, theoretisch hast du eine Chance, uns einen anderen Ort anzuzeigen, aber ich denke mal, naja, so nah, wie gesagt, wir sind so nah dran an der Boss-Arena. Du wirst ja dasselbe anzeigen. Du hast Kohle diesmal da gelassen, okay. Was können wir denn hier entledigen? Will ich irgendwas loswerden hier? Ich denke nicht, passt soweit eigentlich. Ich meine, da liegt jetzt ein bisschen Zinnerz, aber ne, so wild ist das nicht. So, gib mir den ganzen Driss. Wunderprächtig, wunderschön. Wenn du keine andere Wahl mehr hast, dann stackst du das schön. Aber auch nur wenn du keine andere Wahl hast. Ansonsten machst du, was du willst und machst einen Extra-Slot. Einmal mal schön ins Landritz Innere. Weil ich will wissen, ob hier in der Nähe ein Berg ist. Weil, wegen Wölfe, ne? Je näher da dran, umso schöner ist das. Brauchen wir die nicht, Gott weiß wie lange, über die Karte mitzuziehen, die Wolfsarmee, die wir dann ausheben. Das ist noch eine Ruine. Neben der Distel. Distel hatte ich wohl noch nicht ins Inventar. Ich nehme lieber Disteln als Federn. Federn besorgen ist nicht so das Problem. Du bist eine etwas größere Ruine. Oh ne, in deinem Modell waren wir schon ein paar Mal. Hallo, Mr. Skelett. Ja, dein Stern beeindruckt mich mittlerweile gar nicht mehr. Da sind wir schon. Da können wir mit um mittlerweile. Es wird aber langsam dunkel hier. Vielleicht nochmal einen Schritt nach Hause, um Ausgrubwaffen sowas zu erholen. Macht wahrscheinlich Sinn. Aber lass mich erst den Turm hier fertig erkunden. Können wir zu Hause Zeugs auslagern und schlafen und ausruhen. Ich hasse das Treffenstück hier. Jetzt mach doch kein Ruckler hier. Kein Laden hier. So, komm hier alles weg. Mach kaputt. Super. Super, super. So, wunderbar. Also da noch ein paar Knochen. Die brauche ich doch alle. Wie soll ich denn meine Klamotten aufwerten, wenn du mir die Knochen nicht gibst? Alright. Wo muss ich denn jetzt hin? Da, wo wohnen wir denn mit dem Portal? Da. Da, Portal, alles klar, die Richtung. Gut, 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 gut. Wieso das Chatfenster immer da beim Pingen losgehen muss, aufgehen muss, kein Plan. Er tut's halt. Lass mich doch mal eben hier die Sachen aufheben. Mann. Wir haben keinen Inventarplatz mehr frei. Was ansonsten würde ich mal eben ausprobieren, ob man mittlerweile Erze durch die Portale mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie was der Scheiß soll, dass man da nicht darf. Also, oder nicht durfte. Keine Ahnung, ob es mittlerweile geht.
Aber das ist totaler Schwachsinn. Warum ein Portalsystem, wenn ich dann die Hälfte der Klamotten nicht damit durchnehmen kann? Das ist totaler Beschiss ist das. Ja, du fängst an zu frieren, dein Vater fängt an zu frieren, ey. Was bist du für eine Tafel? Sieben Kreaturen, Verbannte der Mächte. Bläh. Who cares? I don't. So. Ja, das ist echt mal eine Überlegung jetzt erstmal wert, ne? Bauen wir uns einen Außenposten unter der Arena oder suchen wir uns mal kurz bei? Am besten schreibt mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare und dann schauen wir mal. So. So, jetzt schnell Sleepy Sleepy machen. Und dann gehe ich morgen früh hier nochmal eben fix unser Inventar frei machen und dann können wir wieder durchs Portal hopsen. Dann, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Frisch, ausgeruht in den neuen Tag hier rein. Wir könnten eigentlich direkt anfangen, den Spawner mal zu einer Farmgrube umzuarbeiten. Ich hoffe, die Mechanik ist immer noch so möglich. Und ja, dann haben wir unseren auch ein gutes Tagesziel hier gesteckt und erfüllt dann. Ist ja alles Kupfer. Das ist ordentlich auch Kupfervorkommen wieder. Ich markiere dich mal. Warte mal, das können wir mal eben über den Jordan schicken, denn eventuell müssen wir uns hier halten uns hier ein bisschen länger auf, müssen uns hier versorgen können. So. Swoops da rein. Ich brauche die Markierung, please. Und zack. CU Points. Alright. Du bist kein Kupfer. Alright. Wo war jetzt der Spawner? Da. Alright. Alright. Da brauchen wir also erstmal in der Nähe. Wie war das nochmal? Wenn man Bodenplatten dahin legt oder so, ist der Spawner, glaube ich, eine Zeit lang deaktiviert. Ah, nee, ich weiß wieder, wie es geht. Genau, die Gegner, die da sind, die zieht man kurz in ein Loch rein damit und kümmert sich nicht um die, also macht die nicht tot oder sowas. Guckt einfach nur, dass man mit denen im Loch drin ist. Stammt da selbst auch da raus, damit da nichts nachspawnen kann. Und derzeit guckt man dann, hat man die Arena vorbereitet. Und gut ist. Kann man in Ruhe arbeiten, weil, ne, da werden immer drei gespawnt. Sobald man die weggekillt hat, kommen dann die nächsten drei. Ist ein bisschen schwer, hier ein Loch zu graben, während die alle rumrennen. Aber dann müssen wir mal durch. Dann mal kurz weg. So, seid ihr da schon drinnen gefangen? Nee, seid ihr noch nicht. Das ist noch nicht tief genug. Müssen wir mal kurz ein wenig Zeit schinden. Weil sobald ich die drei töte, sind wieder, kommen drei neue. Ne? Also, und das machen wir uns zunutze. Wir gucken die mal, wir blockieren die jetzt irgendwie, dass die gerade mal nicht getötet werden können, aber auch nicht an uns drankommen können. Dann können wir da in Ruhe buddeln und eine Grube erstellen, dass die gar nicht erst rauskommen aus dem Loch. Alle, die wir so spawnen. Vielleicht, warte mal, ihr seid mittlerweile aber auch mehr. Ihr seid schon vier. Ach, weil ich euch zu weit weggezogen habt. Ja, so also langsam kommt die Erinnerung wieder zurück, wie ihr denn überhaupt funktioniert habt. Berserker muss weg. Gut. Gut. Wieder ein bisschen Gesundheit regenerieren. Lass mal da mal jetzt so 0 auf 15 Standard-Dulli da spawnen. Den kann man wesentlich besser um. Hat er schon wieder ein Schamane gespawnt. Als mit den Schamanen. Risikoreich hier. Was machst du? Du bist gleich wieder tot. Steh den Weg. Geh weg. Der Gift doch noch erwischt. So, warte. Jetzt fix hier mal das Loch buddeln. Komm hier. Hier zu mir ran. Alright.
Nee, 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 komm, komm, komm hier runter, komm hier runter. Gut. Ah, da kommst du noch raus. Komm hier runter. Immer schön rein hier ins gute Loch. Alright, alright. Warte, 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 warte. Ich mach das eben ein wenig tiefer. So, da sollte ich eigentlich nicht mehr rauskommen. Ich hoffe so. So, und ich schub dich jetzt da rein. Siehst du, so. Wenn er da nicht mehr rauskommt, ist alles tutti paletti. Du kannst da rumheilen, wie du willst. Ja, du kommst da noch raus. Wieso kommst du da noch raus? Komm, 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 komm. Schön da rein. In die Hudelbude. Bist du. Die anderen kommen da nicht raus. Die sind zu blöd dafür. Du kommst aber raus. Kein Problem. Dann muss ja sowieso noch irgendwo eine Werkbank hinstellen. Ah, jetzt haben wir so einen da. Ja, toll. Ich glaube, wir waren zu weit weg mit dem Loch. Aber so vom Prinzip her, so funktioniert das, oder? Ja, jetzt spawnen jetzt immer welche nach. Oder spawnt ja mittlerweile immer vier. Komm du mal hier. Drück, 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 drück. Und jetzt stehen wir hier. Das war nicht so intelligent. Regulärer Grauzweck, das ist perfekt. Komm hier rüber. Dann schmeiße ich dich zu deinen Kameraden. Ich glaube, jetzt braucht mittlerweile immer vier. Früher waren immer nur drei. Oh, alles Skelett. Ins Löchlein. Komm, komm, komm. Rabe und Grauzwerge verziehen sich ins Löchlein. Ah. Du geh weg, du leer. So ist brav. Alle schöner rein. Wer. Achso, ihr habt aus dem Loch hochgeschmissen. Gut, 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 gut. So, jetzt müssen wir mal weiter überlegen. Wie war das denn jetzt? Man baut sich als erstes eine Werkbank. Irgendwo. So, hier oben wäre ganz schön. Wunderbar. Gut, gut, gut. Die Zwergchen kommen da nicht raus. Und wenn ich das richtig habe, musste man glaube ich hier. Konnte man glaube ich hier Bodenplatten hinlegen. So eins. Oh, vier Stück oder so. Und dann kriegt man schön drumherum. Ja, so war das. Jetzt graben oder schön drumherum. Das dürfen wir nicht kaputt machen, ansonsten spawnt nichts mehr neu. Right, 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 right. Gib mir noch ein paar Blaubeeren da. Wie gesagt, wir haben dich quasi momentan deaktiviert, weil die alle im Loch drin sind. Weißt du, mehr als hier spawnst du nicht. Das scheint zu klappen. War ein bisschen holprig am Anfang. Wunderbar. Jetzt heben wir dann hier schön eine Grube aus, wo die nicht rauskommen. So, da können wir hier das Nötigste reparieren. Wunderbar, wunderschön. Und könnten wahrscheinlich auch noch ein paar Kisten hier anbauen. Hinstellen. Für was auch immer. Auf jeden Fall bist du ein guter Lieferant. Nicht nur für das, was wir für den Bossfights brauchen, sondern auch für Holz, Harz und Steine. Okay, da wird es nicht passen. Ja. Alright. Come on, du musst da noch hinpassen. Dann nicht. Dann mache ich so. Ja, reichen zwei Kisten erstmal. Wunderbar, dann kannst du hier, nimmst du das da rein, nimmst du das da rein. Dann haben wir sowieso sofort wieder neu ein. Alright, ja, passt. Das passt. Wie gesagt, da kommt sowieso gerade noch wieder neu ins Inventar rein.
wunderprächtig, wunderschön. Nahrungsausgelaufen. Hier, nimm mal wieder. Zack, zack. Natürlich, um unsere Axt zu reparieren, bräuchten wir hier eine Schmiede. Aber das tut's erstmal. Na, geht's euch doch gut? Sieht so aus, wa? Das ist nicht zu viel, plus Nummer 4 hin. Keine Ahnung. So, ihr seid jetzt alle hops und der Spawner sollte jetzt dann neue nachspawnen, wie so ein Spawner das nun mal so macht. Und ja, ihr spielt dann da unten im Loch rum. Siehst du? Da ist schon ein Mr. Berserker da unten. Ja, und der schmeißt da mit Steinchen rum. So, nur mal gucken, ob er da rauskommt oder nicht. Ich bezweifle das. Wenn jetzt ein Troll kommt und uns hier die ganze Ecke hier rumherum zerschlägt, dann habt ihr irgendwann einen Weg raus. Und momentan sollte das soweit passen. Ah ja. So, da können wir euch hier wunderschön abfarmen. Komm hier, ich bin hier. Wo willst du denn hin? Hallo, ich bin hier. Juckt dir nicht. Komm hier, du Ein-Sterne-General. Bist du für ein Feigling? Jetzt nicht ruckeln. Nein, da können wir noch ein bisschen ausbessern hier. Alles begradigen hier zum Beispiel. Das ist ja hier eine Achterbahnfahrt. Das hat hier unten drin in der Nebelsuppe. Lass mal gucken hier. Boings. Stört mich nicht bei der Arbeit. Arbeitende Menschen soll man nicht aufhalten. Autsch. So, geht doch. Sieht doch einigermaßen gut aus, soweit ich das hier durch diese Nebelsuppe hier erkennen kann. Okay. So, da klappt man sich hier so lange durch die Gegend durch, bis man genug von diesen Saatdingern hat, die man da braucht. Warte mal, die kleine Ecke, die nervt mich aber doch noch ein wenig. So, ups, genau, hier von den Jollis. Ist schon wieder einer mit Sternen. Uppala. Und zwei Berserker. Okay, uha. Guter ist gerade nicht so dolle. So, ich erhole mich mal kurz und ihr könnt da mal unten warten. Sind da wirklich zwei Berserker? Ja, ja, zwei Berserker. Weil wir könnten wir auch mit dem Bogen könnten wir ja auch. Boings. Der hat jemand rumgeschmissen? Nee. Das war von unten aus der Grube raus. Oder? Sicher? Da geht's höher. Das ist gut. Eventuell hoch genug, dass da Eis gibt. Oder Schnee. Und wenn du dann eine tatsächliche Schneekoppe bist, dann gibt es da oben auch Wölfe. Und wenn es da Wölfe gibt, können wir euch potenziell zähmen. Und das ist relativ nah an der Boss-Arena. Also so Hälfte-Hälfte zwischen unserem Zuhause und Boss-Arena. Ja, hier oben ist Eisgebiet. Alright. Oh, hallo Skelette. Ja, dann ihr dann halt auch noch weg. Kein Problem, wo kommt ihr alle weg? Ich habe hier eine ganze Fangemeinschaft hinter mir hergezogen. Das ist kein Klassenausflug hier. Das dauert echt, ey. Come on, keep up. Ja, ein bisschen angespannt hier oben in der Kälte rumzurennen, weil, oh, blöder Rabe, musst du mich so erschrecken, weil mit Wölfchen ist nicht zu spaßen. Wäre auch cool, wenn man da welche mit Sternchen erwischen würden, aber hier die Stelle ist eigentlich relativ gut geeignet, um was wegzuzähmen, gut nah an da unten dran, wo es warm ist und relativ flach hier oben. Naja, das wäre eine, potenziell wäre das was. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Dungen.
Hier so. Das ist ähnlich wie gerade bei dem Spawner. Wir müssten die dann nur, wenn wir, müssten wir hier ein Lagerfeuer stellen, wenn wir nicht wirklich erfrieren. Wir müssten wieder ein Loch graben, wo wir die Wölfe reinziehen. Und dann brauchen wir einfach nur noch Fleisch reinschmeißen und warten, 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 bis sie uns gehören. Und dann wieder neues Fleisch reinschmeißen, wenn die uns gehören, damit die Kiddies produzieren. Und dann haben wir nach und nach eine Wolfsarmee. Müssen wir nur noch da einen Zugang machen zu dem Loch oder einen Ausgang, damit die da wieder rauskrabbeln können. Und dann können wir den Kampf führen. So zumindest der Plan. Ja, lass mich hier die Stelle nochmal extra markieren, hier oben mit einem Häuslein. Wolf. So. Ja. Das können wir hier vorbereiten. Das ist relativ günstig, würde ich sagen. Ich meine, kann natürlich sein, dass wir jetzt Pech hatten und hier noch ein Berg ist oder sogar hier oder sowas, was da noch näher dran wäre. Aber das ist schon gar nicht mal so verkehrt bis zu der Uralte. Ja, da steht der Uralte und nicht die Uralte, aber bei den Beschwörern steht dann ihre Nachkommen anstatt seine Nachkommen. Muss man sich schon entscheiden, was das für ein Geschlecht sein soll. So, hier brauchen wir wieder die Markierung. So. Komm mal, was willst du denn heute nicht, ey? So. Gut, gut, gut. Dann lass mich mal jetzt direkt Peilung nach Hause annehmen. Hier, so Points, da. Das ist wo? Da, in die Richtung. Alright. Warte, das wird über den Schnee. Naja, okay. Home sweet home. Ey, was machst du von meinem Haustür? Du bist ein grauer Zwerg, du bist kein grauer Ding. Was macht ein grauer Zwerg hier auf der Grashalme? Kannst du mir das mal erklären, hä? Und da Dreck von meiner Hütte. Unbelievable. Da sitzt schon wieder eine Möwe rum, aber das ist nichts im Gegensatz zu dem, was ich gestern hier erlebt habe. Wirklich, hier saß die ganze Flanke saß voll mit Viechers. Und da auch alles voller Möwen. Das war, wow. Also, ich glaube, da hat Hitchcock seine Inspiration für die Vögel hergehabt. I don't know. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder zurück und wir wissen, was jetzt so die Zielsetzung für die nächsten paar Folgen ist. Nur mal so zur Erinnerung, ich habe es zwar vorhin schon gesagt, aber nun ja, lohnt sich immer, das wieder zu wiederholen nochmal. Warum auch nicht? Wir gucken, dass wir hier Bronzerüstung herstellen. Da brauchen wir Bronze und Hirsch für, logischerweise. Und gucken, dass wir Bronze-Axt und Bronze-Schild aufwerten können. So gut wie es geht. Und am besten noch den Ebenholzbogen da auch noch upgraden und so weiter. Das ist dann so die nächste Zielsetzung. So. Aber das soll es erstmal für heute hier so in der Folge gewesen sein. Wir haben halt den Spawner vorbereitet, der uns auch in Zukunft weiterhin nützen kann. Ist halt schön, um seine Waffenskills ein bisschen hochzutreiben und gleichzeitig ein bisschen Holz und Stein zu farmen. Gerade Stein werden wir noch gar nicht brauchen, wenn wir in dem Steinzeitalter da angekommen sind. Also wo wir mit Steinfundamente und so weiter setzen können. Da wird dann noch gut gebraucht, das Zeugs. Also die Grube ist nicht ganz umsonst. Klar, wir hätten auch die ganze Zeit da gar keine Grube bauen können und die ganze Zeit rumrennen können und die Viecher kaputt schlagen. Aber so ist das einfach sicherer. Die ist noch nicht perfekt, die Grube, aber die ist ausbaufähig und bietet Potenzial. Ja, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was wir in den nächsten paar Folgen machen werden. Und ja, das Abenteuer heute fand ich ganz, ganz passabel. Und ja, dann sehen wir uns morgen, wenn die lustige Erfolgsgeschichte hier weitergeht. Keine Ahnung, ich habe mich gerade voll verrannt. Ich war keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Wieder, das war es aber erstmal für heute. Wir sehen uns morgen im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, bis dahin, haut da rein, gebt da Gas und habt da Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.